Bei der Suche nach dem vermissten Privatflugzeug von McFit-Gründer Rainer Schaller vor der Küste Costa Ricas haben die Einsatzkräfte mehrere Trümmerteile im Meer entdeckt. Etwa 28 Kilometer vom Zielflughafen von Limon entfernt seien während eines Erkundungsfluges Teile eines Rumpfes, eine Tasche und Sitze gesichtet worden, berichtet ein Fernsehsender am Samstag und berief sich auf das Ministerium für öffentliche Sicherheit von Costa Rica. Hinweise auf die Passagiere gab es demnach zunächst nicht. Der Vizeminister des Ministeriums bestätigte die Nachrichten. 28 Kilometer entfernt vom Flughafen von Limon wurden Reste im Meer gefunden, die offenbar von diesem Flugzeug stammen. Bisher wurden keine Menschen entdeckt. Die Trümmer stammen offenbar von dem Flugzeug, mit dem die Deutschen unterwegs gewesen waren.